Ich habe da eine Blickdokumentation. Es ist da schon offen. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich da das Fenster zu machen. Mache ich da ins Chatfenster offen. Also ich muss mir jetzt noch schnell sagen, hört ihr den Sound vom Video? Emotionen, Jubel, Rausch. So, habt ihr das gehört? Ja. Relativ laut. Soll ich noch ein bisschen leiser machen? Mach noch ein bisschen leiser. Also, nochmal ein Versuch. Also, nochmal ein Versuch. Sagt ihr, ob laut oder nicht laut? Emotionen. So. Also, habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das ist dann wieder der Chat. Also, ist das jetzt so gut gewesen, von der Lautstärke? Ist leiser. Ja, ich habe ein bisschen leiser gestellt, ja. Also, ich hoffe, das passt. Also, Doku heißt übrigens: So verbreitet ist Kokain in Schweizer Fankurven. Ja, das ist natürlich eine Blickdokumentation, wie kann es auch anders sein? So Sachen kommen meistens nur vom Blick. Ja, vor 7 Monaten mal online gestellt, 24 Aufrufe. Das ist aber der erste Teil, die anderen Teile nicht so viel Aufrufe. Aber. Ja, schauen wir mal rein. Jetzt hoffe ich, dass ich das alles packen kann. Ich mache den Kopfhörer an. Das ist auch so hässlich, wenn ich Kopfhörer oben habe, höre ich meine eigene Stimme. Das ist so richtig hässlich. Das ist so richtig komisch. Aber ich probiere es. Also gut, dann starte ich gerade los. Ich schaue da noch schnell. Dort rein. Falls ihr es nochmal anschauen wollt, es kommt voraussichtlich dann alles auf YouTube online. Also die Reaction da wird dann alles noch auf YouTube aufgeschaltet, denke ich mal. Aber komm, wir schauen jetzt einfach rein. Emotionen, Jubel, Rausch. Bis jetzt ist es nur vermutet worden. Genau angeschaut hat kaum jemand. Jetzt liefert Blick TV Undercover den Beweis. In Fan. Ist ja so lustig. Bis jetzt ist es nur vermutet worden. Genau angeschaut hat nie jemand. Auch so die Ausdrucksweise, das ist so eine typische Blickausdrucksweise. Der Beweis in der Fankurve ist Kokain überall. Nach so Script, ja, easy, Kurve easy. ist Kokain überall. Wir sind inkognito in die 10 grössten Fankurven im Fußball Basel, und in IB, SC Bern. haben Tests gemacht. Das ist Gotteron. Da Hälfte zensiert, Hälfte nicht zensiert, ist auch gut. Und Koks gefunden. Überall offen. Viel davon. Also eben, das Ziel von dieser Doku, was der Blick uns zeigen will, ist, ob in der Schweizer Fankurve ein Koks wird, also Eishockey und Fußball. Sie gehen jetzt in die Fankurve undercover rein, so voll krass undercover, weißt du, als wäre so etwas mega Kriminelles, in so eine Fankurve reingehen. Und ja, jetzt geht's Abstrich machen und so Scheiß, aber schauen wir mal rein. Fankurven, das sind gigantische Choreos und pure Emotionen. Für viele Fans ist es wie ein Rausch. Den meisten langt die Gefühlsexplosion. Aber nicht allen. Ein Teil hilft nach, verstärkt den Kick mit Kokain. Und Behörden und Vereine schauen zu. Zum Beispiel hier in Basel. Das ist auch so lustig. Behörden und Vereine schauen zu. Fans koksen, Behörden und Vereine schauen zu. Was wollen sie machen? Was will Behörden und Vereine machen dort, wenn sie irgendwie, weiss auch nicht, auf der Scheisse Polizisten aufstellen, die schauen können, wenn jemand kokst? So dämlich, aber schauen wir weiter. Sie bei Heimspiel Mitte Februar. So, jetzt sind sie bei Basel im St. Jakobspark. Stützt mit professionellen Drogenabstrichtest, wo auch der Schweizer Zoll braucht, geht es in die Muttenzer-Kurve. Abtastet werden beim Eingang die wenigsten. Das ist auch in allen anderen Fußballstadien so gewesen. Und das ist auch gut so, dass die wenigsten abtastet werden. Und das ist auch in 90% der Stadien, wirst du nicht streng abtastet. Vor allem als Heimfan nicht. Als Heimfan wirst du fast nie abtasten. Das ist ja gut so. Was willst du da, wenn 30.000 Leute im St. Jakobspark gehen, und du jeden abtasten wirst, die letzten sind nach dem Match erst drin. Also das ist ja gut so. Und liegt natürlich am Motz, dass nicht jeder abtastet wird. Aber das ist Blick. In der Kurve werden schon vor dem Spiel. Ja, Mann, das ist geil. Das ist richtig geil. Während die Fangesänge in der Basler Nacht dröhnen, gehen wir in die WCs hinter den Stehplätzen. Wie hobbylos!
In allen Stadien gehen wir gleich vor. Wir gehen stichprobeartig in 8 verschiedene Kabinen und machen Abstriche auf den Ablageflächen, am Spülkasten und auch an den Türgriffen. In Basel liegt mehrfach weißes Pulver offen rum. Ein WC schlägt sie aber alle. Da liegt ein ganzes Koch. Oh mein Gott, ganz schlimm, ganz schlimm. Wir machen den Abstrich und werten die direkt nach dem Match aus. Alle 8 Tests geben Kokain an. Also, sie waren im St. Jakobspark, Heimspiel. So, ich muss den Chat nochmal schnell wieder einblenden. Also, sie waren im St. Jakobspark, Heimspiel, haben einen Drogentest gemacht. 8 auf den WCs, alle positiv. Was eigentlich logisch ist, wenn dort irgendwie in einem Block sind vielleicht etwa 5 bis 10.000 Leute. Also, ist es eigentlich logisch, dass, wenn so viele Menschen aufeinander kommen, dass die Menschen koksen. Eben, was will man erwarten? Ich meine, überall, wo viele Menschen zusammenkommen, werden Drogen genommen. Scheißegal wo. Wenn an einer Strip-Rate 1 Million zusammenkommen, wenn im Ausgang 100 Leute zusammenkommen, oder wenn irgendeine Banksitzung oder so, weiss auch nicht was, oder irgendeine politische Organisation oder Veranstaltung, jenste Leute zusammenkommen. Überall, wo Leute zusammenkommen, werden Drogen genommen. Und die stellen es so an, als wäre das irgendwie da voll krass und so, dass dort Drogen rumliegen, dort in der Schweizer Fußballstadion beziehungsweise hier im St. Jakobspark. Ja. Was soll man dazu sagen? So, spiel mal ab. Aber wie sieht es in den anderen Stadien aus? Zürcher Derby Anfang Februar. Wir gehen in die Zeugkurve vom FCZ. Es ist ein Hochrisikospiel. Alkohol ist im ganzen Stadion verboten. Auf dem WC finden wir aber x-fach in eine geschmuggelte Bierdose. Das ist doch auch so klar, Mann. Ich schwöre, selber schon wenn es Alkohol verbietet, dann schmuggelt doch jeder irgendwelche seine Dose Bier rein. Also jeder, der Fußballfan ist, weiß, wenn der Alkohol verboten ist, dann schmuggelt man Dose rein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie es am Eingang bemerken und dir deine Dose wegnehmen. Und unter einer Dose versteckt sich das Härtezeug. Jetzt aber. Auch in anderen Kabinen sieht man Kokain. Die Auswertung von den Abstrichen ein bisschen später bestätigt das, was wir schon von bloßem Auge im letzten Jahr gesehen haben. Weiter geht's auf Bern, Heimspiel von IB Ende Januar. Die Fans geben alles, auf den Rängen und gewisse auf dem WC. Einmal beobachten wir, dass 3 Leute gleichzeitig in eine Kabine gehen. Hoi, der von Vinti, hoi, vermuten, Dat, Gro, was moin zusammen. Was in der Kabine zurückbleibt, ist eindeutig. Noch mehr Koks. Kokain. Schau den Sticker. Der Sticker ist aber schon geil. Aber den kennt man, den Sticker. Der ist cool. Vor allem so, jetzt gerade so mit dem Zeug oben drauf, sieht huere geil aus. Der sieht wirklich cool aus. Den würde ich mir so gönnen und ein Foto machen. Testen tun wir auch St. Gallen. Der ganze Jesperblock. St. Gallen, die Stadt, wo ich glaube, von ganz Europa, von den Städten, die am meisten Kokain konsumieren, St. Gallen Platz 2. Noch vor Zürich und allem, ich glaube Platz 1 ist Barcelona oder Amsterdam, St. Gallen auf dem 2. Platz. Also in St. Gallen wird gekokst, ich weiß nicht was. Pushen seine Mannschaft zum Sieg. Tests auf der WC zeigen, auch da gehört Kokain für gewisse einfach dazu. In Luzern sind wir Ende Januar mitten in einer Pyroshow. Hinter den Stehplätzen. Hauptsache, sie sind mitten in einer Pyroshow und da blöde Wummenfilme. Arm. Jetzt gibt es nur eine grosse WC-Anlage. Die Kokainbrösmeri liegen auf den WC-Rollenhalter rum. Unsere Tests später bestätigen, was offensichtlich ist. 5 Stadien, 40 WCs, 40 Tests. Und jeder einzelne Test zeigt Kokain an. Quote 100%. Dafür hätte ich dann mal einen Test machen, um zu sagen, dass das alles positiv anzeigen wird. Wie gesagt, überall, wo Menschen zusammenkommen, werden Drogen genommen. Logisch, zeigt es an. Logisch. 100%. Die Erklärung ist schon so, dass die Euphorie natürlich verdoppelt oder vervierfacht oder versechsfacht wird. Dass es geiler ist, dass es pusht und macht Spass. Ja, das ist normalerweise der Sinn von Drogen. Von einem Alkohol, von einem Joint, ist der Sinn davon. Das ist dann das Zustandsbild, wo man erlebt. Sagt der Berner Suchtberater Andreas Fuchs, der auch schon für IB zum Thema Suchtprävention eine Schulung gemacht hat.
Regina Rust, die regelmässig Fußballfans mit Suchtproblemen beratet, erklärt die Faszination vom Kokain in der Kurve so. Oh, jetzt, das ist sicher eine Expertenmeinung. Man steht in der Kurve und dann passiert ja ganz viel und die Emotionen schießen ja hoch. Man badet ja in den Emotionen. Bis jetzt hat sie recht. Da hat sie recht, ja. Und es gibt Menschen, die wollen genau das verstärken. Also sie verstärken das mit Kokain. Manche verstärken es auch mit Alkohol. Und die stärkste Kombination ist eigentlich, wenn man Alkohol und Kokain kombiniert. Wie? Ja, also grundsätzlich recht, würde ich sagen. Weil die Leute, die jetzt an einem Fußballmatch Drogen nehmen, allgemein, wenn du Drogen nimmst, wirst du gewisse Emotionen oder gewisse Situationen verstärkt erleben. So auch an einem Fußballmatch, wo du auch Alkohol trinkst, einfach um mehr Emotionen zu fühlen, um mehr aus dich rausgehen können. Wie immer, wenn man Alkohol trinkt. Also würde ich ihr jetzt mal recht geben. Verbreitet der Kokainkonsum in der Kurve genau ist, hat bis jetzt noch niemand abgeklärt. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Die Vermutung liegt aber nahe, dass in der Kurve mehr gekokset wird als im Rest der Gesellschaft. Studien aus Deutschland kommt nämlich zum Schluss, dass bei den Leuten in der Kurve rund 8-mal mehr Leute sind, die koksen, als sonst in der gleichen Altersgruppe. Also. Ja. Wir haben Fußballfans gefragt, Leute, die nicht Fußballfans sind. Ich meine, grundsätzlich in unserer Gesellschaft sind so viele Leute Fußballfans. Ich meine, fast jeder ist ein Fußballfan. Die, die nicht Fußballfans sind, sind schon Leute, die die ganze Zeit daheim hocken und kein Wunder nehmen, die keine Drogen. Bei den jungen Mann. Aber wie sieht es im Eishockey aus? Der. Ich konnte übrigens nicht Drogenkonsum irgendwie gut heissen oder so, aber ich habe es einfach ein bisschen erklärlicher gestaltet, dass der Blick in dieser Dokumentation ein bisschen, ja, schon ein bisschen den Skandal sucht, sage ich mal. Aber. Ehemalige Hockey-Hooligan und spätere Gewalt- und Drogenberater Philipp Frey sagt, im harten Kern der Kurve wird auch im Eishockey gekokset. Ja, ja. Drogen gehören dazu und haben immer dazu gehört. Du bist in diesem Freizeitsetting, du bist in diesem Erlebnissetting. Für die Leute, die spielen gehen, ist das ähnlich wie ein Clubbesuch. Und da ist es halt heute einfach so, dass es dazugehört und Teil des Erlebnisses ist. Ja. Wir sind in die Hockeystadien schauen und testen. Die Kurven sind viel kleiner wie im Fußball. Die Stimmung ist familiärer, das Publikum ein anderes. Wir sind wie im Fußball in die 5 Stadien mit den grössten Fankurven und haben in je 8 WC-Kabinen stichprobenartig Drogenabstrich gemacht. Auch im Eishockey sieht man das Kokain teilweise schon auf den ersten Blick. Wie da zu Zug an einem Dienstagabend im Januar. Beim Heimspiel vom EVZ hat es mehrfach weißes Pulver auf den WC-Rollenhalter und auf dem Boden. Die Abstriche zeigen... Danke, Tier, try hard, Baldo. Kokain. Ja, man ist Boxsache. Beim ZSC und beim SC Bern sind wir Ende Januar an einem ruhigen Heimspiel. In der zweiten Drittelspause machen wir auf den WCs Tests. In Zürich gehen 7 und in Bern 6 von 8 Tests positiv an. In der Westschweiz herrscht... Ja, das ist schon nicht mehr ganz so viel, also es sind 100%, aber... Ja, es kann auch Zufall sein, also... Auch im Eishockey wird gekokst wie blöd, da kommen halt nicht so viele Leute zusammen. Ich meine, wenn du die Tests machst, in einem Stadion, wo 30'000 Leute drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf jedem WC Koks drin ist, 1000-mal grösser. Also wenn du in einem Stadion bist, wo vielleicht, das hat okay, 10'000 Leute drin sind, hast du natürlich eine viel, viel kleinere Wahrscheinlichkeit, dass du auf jedem WC Kokain antriffst. Aber wahrscheinlich kokst genau gleich viele Leute. In der Kurve Gänsehautstimmung. Lausanne holt sich einen wichtigen Sieg im Kampf um Playoffs. Drogenabstriche, die wir machen, sind in 6 von 8 Kabinen positiv. Zu Freiburg ist das Stadion ausverkauft. Gotteron zeigt einen berauschenden Match auf dem Eis. In den WCs sehen wir Spuren von ganz anderen Räuschen. Auf 6 von 8 Toiletten können wir Kokain nachweisen. Von 40 Tests in der Eishockey-Halle sind 30 positiv, eine Quote von 75%. Kokain, das offen rumliegt, finden wir auch hier, aber viel weniger und weniger offensichtlich als im Fußball. Koksen die Können die Leute eigentlich nicht koksen? Ich hoffe alles, vor allem. Ich finde es schon komisch, dass dort überall Koks rumliegt. Es ist schon so, dass man so Sachen einmal sieht, wenn man so an einem Fußballmatch aufs WC geht, dass dort so die Pyro rumliegen. Aber was für hässliche Menschen tun sich irgendwelche Drogen da auf einem WC-Schüssel oder einem WC-Papierhalter jetzt? Man, wie hässlich ist denn das? Sorry, jeder normale Mensch würde sich eigentlich irgendwie auf einem Kärtchen machen oder so. Aber die machen das da auf irgendwelchen Schüsseln. Das verstehe ich nicht ganz.
Fußballfans also deutlich mehr als Hockeyfans? Suchtberaterin Regine Rust sagt ja. Wir kennen es nur aus dem Fußball. Oi, ich habe gar nichts gemacht, Sally. Also, auch da waren immer mal wieder Fußballfans oder Ultras. Ich hatte einige Hooligans auch schon in Beratung. Und habe nie jemand von einer anderen Sportart, ehrlich gesagt, bei mir gehabt, der das Thema hat. Jetzt seid sie ihre Suchtberatung. Hey, sind meistens durch Fußball und Eishockey-Fans gehabt und niemand von einer anderen Sportart. Ja, was willst du noch? Ein Tennis-Fan oder irgendwie ein koksender Golf-Hooligan oder. Das ist so eine dumme Aussage. Vor allem 95% der Menschen sind entweder Fußball- oder Eishockey-Fans. Schon krass sind nicht nur Fußball- oder Eishockey-Fans. Aber es ist doch sicher nicht auf das zurückzuführen. Das ist wieder eine selten dämliche Aussage von dieser Frau. Wo man so intensiv, exzessiv Substanzkonsum hatte. Um genau zu sagen, wie exzessiv der Konsum ist, fehlen genaue Zahlen. Und die am nächsten dran sind, Clubs und die Fanarbeiten, entziehen sich der öffentlichen Diskussion. Nur du, ganz schön. Basel und St. Gallen. Coole Choreos, coole Büro. IB beantwortet schriftlich unsere Frage. Weißt du, und jetzt haben sie den Verein zu einer schriftlichen Stellungnahme gefordert. Die meisten Vereine haben natürlich gesagt, lecker mich am Arsch. Hätte ich auch, Mann. Wenn mir irgendwie so einen scheiß Blick schreibt, so, ey, wir brauchen ein Statement, in eurem Stadion wird gekokst. Ist ja schon wieder in diesem Stadion gekokst. Was wollt ihr für das ein Statement? Willst du in jedem Restaurant, wo du Koks findest, irgendwie ein Statement holen? Schon gang in das Restaurant, 100% wirst du die Probe nehmen, wirst du auch Koksreste finden. Willst du jetzt auch irgendwie ein Statement anfordern? So dämlich. Alle anderen Vereine, die wir in der Stadion waren, haben nur mit kurzen Stellungnahmen reagiert. Ja, richtig so. Oder gar nicht Stellung genommen. IB schreibt zum Drogenkonsum in ihrem Stadion. Soll ich miteinander, die neu gekommen sind? So viele Leute nicht zu vermeiden, dass sich Einzelne nicht... Genau. Welcher Verein hat das Statement gemacht? Aber das ist richtig. Wie Menschenansammlung in dieser Größe ist es nicht zu vermeiden, dass sich einige nicht an die Regeln halten. Ja, völlig. Das gilt auch für den Drogenkonsum. Wobei es nicht bekannt ist, dass es, wie Sie sagen, einen sehr offenen Drogenkonsum gibt. Alles völlig richtig. Das ist ein gutes Statement vom Verein. Nicht an die Regeln halten. Ein offener Drogenkonsum sei ihnen nicht bekannt. Ja. IB schreibt weiter, sie halten sich an die Stadionordnung. Fehlbare Personen machen sich strafbar und würden der Polizei gemeldet. In den Stadionordnungen von allen angefragten Fußballvereinen steht nämlich, dass entweder das Dabeihaben, der Konsum oder der Handel mit Drogen verboten ist. Wow, in der Stadionordnung steht noch so viel Zeug. Also. Ja, aber ist eigentlich klar, dass das dort steht. Und ich erwarte jetzt, dass das so strikt in jedem Stadion durchgesetzt wird. Ob konsequent angeschaut wird, ist zu bezweifeln. Wenn man... Eben, was wollen sie machen? Die Polizei auf dem WC stellen, die über die Scheisse schaut? Ich bin gesehen. Der FC St. Gallen und der FC Basel schreiben in einer Stellungnahme, dass sie die Drogenthematik intern und mit den Behörden diskutieren. Die 5 Eishockey-Clubs schicken uns alle die tupfgenau gleiche Stellungnahme. Eishockey-Clubs sind absolut Ehre, die Eishockey-Clubs. Die haben den Blick, schreibt ein Eishockey-Club, Stellungsnamen, 5 Eishockey-Club. Und die haben sich einfach zusammengeschlossen und gesagt, hey, los, schreiben wir doch alle die gleiche Stellungnahmen am Blick. Scheiß auf die. Eben geil, Mann, das ist geil. Drogenkonsum sei ein Gesellschaftsphänomen, genau. Da können wir die Verantwortung nicht den Clubs zuschieben. In Schweizer Fußballstadien und teilweise auch in Eishockey-Stadien wird ziemlich offensichtlich Kokain konsumiert. Das zeigt die Recherche. Und es tun sich Fragen auf. Hängt der Kokainkonsum und... Oh. Das war auch ganz traurige Szene. Aber im zweiten Teil geht es darum. Die Gewalt rund um Fußballspiel zusammen oder nicht? Und haben die Clubs nicht eine Verantwortung, gerade gegenüber den Jungen oder so? Ich schwöre euch auf alles. Das Maskottchen ist 100% der Erste, der am Koks ist auf dem WC. Ich schwöre auf alles. Die Maskotten sind doch meistens die voll weg sind. Sonst würde ich das nicht aushalten. Vor allem niemand weiss, wer die ist, Mann. Die gehen sich aufs WC und hält sich hin, das Zeug hier, Mann. Das sind doch die Koks Nummer 1, ey. Das sind eben die nicht wissen, wie Koks weg der Maske haben und dann liegt alles rum. Fix, 100%. Gar minderjährige Fans, die in diesem Umfeld unterwegs sind. Die Frage klären wir in den beiden anderen Folgen von Undercover Fans im Drogenrausch auf blick.ch. So, das war Part 1 gewesen. Sorry, dass ich so wenig in den Chat eingeschaut habe. Ich schaue schnell rein. So, schnell in den Chat schauen.
Ich hoffe, ich treffe dich in der Stadt, schreibt Try Hard Albo. Ja, man trifft mich eigentlich noch recht oft in der Stadt. Ich bin so viel in der Stadt und viele Leute sehen mich oder treffen mich einmal an. Also. Dann der Redditive hat Jo gesagt. Jo. Vikursiv, hoi zusammen. Sali, Vikursiv. Der von Windy sagt auch hoi und schreibt, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Pyrotechnik ist wirklich kein Verbrechen. Was sagst du wegen der WM? Was ist deine Stellungnahme? Das ist eine sehr gute Frage, was ich zu der WM in Katar sage. Habe ich mir sehr, sehr viel überlegt. Vor allem auch, wenn man eine gewisse Reichweite hat, ist halt einmal noch schwierig, was man da macht. Aber ich werde wahrscheinlich selber die WM schauen, weil ich einfach zum Fußballsuchte bin. Aber einfach mit dem Hintergedanken noch, dass dort halt Leute gestorben sind, dass es eine gekaufte WM ist. Aber ja, komm, den Spass lasse ich mir nicht entgehen, sagen wir mal so. Gut, dann gehen wir in den zweiten Part ein. Wenn ich ihn finde. Ah, da. Oh, hä? Hör auf. Da, sind die Drogen schuld? An Ausschreitungen. Jetzt kommt es erst Werbung. 29,95 ist die Weihnachtskollektion shoppen auf c-a.com. Du schenkst Moment, nie gute Preise. C und A. Die Gewalt rund um Fußballspiel und das Kokain auf den Stadion-WCs gehen Hand in Hand. Das sind zwei Sachen. Das ist auch krass, warte. Und das WCs ist. Gehen Hand in Hand. Das ist Basel, glaube ich, gegen FCZ. Nach dem Match, Basel hat die Polizei alterhalber umgebracht. Ich schwöre auf alles. Das sind Zusammenhang gibt es auch Drogen und Gewalt ist klar. Es gibt Menschen, die benutzen die Substanzen natürlich gezielt. Also das ist auch FCZ. Also ich kenne die Videos alle, Mann. Durch. Das ist auch FCZ Basel. Das ist, glaube ich. Das ist FCZ, wo aus dem Zug kommt. Das sind Basler. Und da gehen, glaube ich, ein paar FCZ auf dem Basler los. Natürlich. Ja, genau. Ich glaube, wie vorhin gesagt, FCZ auf dem Basler. Auf zwei Basler, glaube ich, losgehen. Weil sie wissen, ich hau da noch mal ein bisschen mehr. Das ist FCZ GC. Das ist beim Prime Tower. Haben dort etwa 150 FCZler. Haben dort GC-Fans angegriffen, die dort sich versammelt haben. Das ist etwas mega Toriges, was da passiert. Oder noch mal ein bisschen mehr. Das ist etwas. Das sind einfach nur Bastarde. Schau, der liegt am Boden und der kleine Pisser. Ja. Bam! Kickt ihm in den Kopf hier. Das ist so dämlich, Mann. Der liegt schon am Boden, für was kickst du ihm in den Kopf hier? Das ist so selten dämlich. Das ist so ein Bastard. Das ist so ein Bastard. Auf. Du kickst ihm einfach in den Kopf hier. Was bringt das? Fußballcode. Ja, das ist eben das vom Prime Tower. Das ist noch ein zweites Video. Der schlägt ohne Rücksicht aufeinander. Nein, schau das an, der liegt am Boden und die ziehen ihn weg und alles. Was ist das? FCZ Ultras rühren. Das ist auch wieder so eine traurige Sache. FCZler werfen die Pyros in die GZ-Kurve hier. Einfach in eine volle Fankurve, wo es Familie hat, wo es Kinder hat. Auch mal Pyros drin werfen. Das war nach dem Match, sind sie übergesackt, 50 Leute. Und werfen dort einfach Pyros rein. Weißt du, nicht auf Ultras oder Hooligans, sondern einfach auf eine Kurve, die bunt gemischt ist, wo jenste Leute dabei sind. Das ist auch einfach nur traurig. Das ist einfach nur nichts überlegt und traurig. Pyros im Gästesektor. Sie Anhänger hauen eine WC-Anlage zu Bern kurz und klein. Servet-Fans verwüsten zu Lausanne einen Bus komplett. Das ist auch so etwas dämliches. Bus kaputt schlagen. Gut, wenn man so viel macht, muss man so Sachen tun. Aber das ist nicht so dämlich wie ein Pyro in eine volle Fankurve werfen. Das ist okay, ist halt der Bus kaputt. Das sollte man auch nicht, aber. Gewalt gehört für die Quote zum Fußball dazu. Das Blick TV an der Ja, Mann, 4 gegen 1, super gemacht, FCZ. Aber Recherche zeigt jetzt, auch Kokain ist in Fankurven verbreitet. Wir sind in die 5 grössten Fußballfankurven, haben auf 40 WC-Kabinen Drogenabstrich gemacht und auf jedem einzelnen WC haben wir Kokain können anweisen. Harte Drogen werden von gewissen Koten ganz bewusst genommen, sagt die langjährige Drogenberaterin Regina Rust. Es gibt Menschen, die benutzen die Substanzen natürlich. Drogen werden ganz bewusst genommen. Ja, willst du sie aus Versehen nehmen? So, hoppala, ich habe gerade allein Koks genommen. Vielleicht werden Drogen ganz bewusst genommen. Immer wenn du Drogen nimmst, ist es bewusst, weil du irgendetwas erreichen willst oder in einer Situation bist, wo du denkst, ja Mann, jetzt wollte ich mir was einhauen. Gezielt, weil sie wissen, ich bin dann enthemmter. Das war FCZ gegen Napoli. Bro, ich schwöre, eine Sekunde sehe ich irgend so ein Ausschreitungsvideo, ich weiß genau, wo was es war.
FCZ Napoli. Hau da noch mal ein bisschen mehr drauf und guck ein bisschen mehr, dass ich das. Das auch, FCZ Napoli ist die zweite Aufnahme. Sachen mache, die ich vielleicht sonst gar nicht machen würde. Also das eine bedingt natürlich ein bisschen das andere, das verzahnt sich quasi miteinander, dass es dann doch sich hochsteigern kann. Es ist klar, Drogen alleine sind nicht verantwortlich für das Gewaltproblem im Fußball. Aber wenn jemand schon aggressiv ist, dann enthemmen Drogen und das Risiko steigt natürlich, dass ich dann Sachen mache, die ich nüchtern nicht machen würde. Ja, je nach Person würde ich mal sagen. Es gibt sicher Leute, die das enthemmt und gewisse Sachen machen, die sie sonst nicht machen würden. Aber wenn sich Leute prügeln würden, dann prügeln sie sich. Und da haben Drogen nicht viel am Hut. Ich frage gerade, ob auf dem Wind jetzt auch Koks recht findet. Glaub mir, auch in der Windkurve wird Koks. Ja, wirst garantiert 100% auch finden. 100%. Und da kommt halt auch viel zusammen. Es kommt Szenen zusammen, wo Gewalt ein Stück weit dazugehört. Es kommen Zuchtmittel, die dann enthemmen. Und das führt natürlich nicht zu einer sehr explosiven Mischung. Seit Philipp Frey, früher selber jahrelang Eishockey-Hooligan, später hat er als Jugendarbeiter mit Fußball-Ultras gearbeitet. Er sagt, harte Drogen haben heute in der Kurve ganz einen anderen Stellenwert als noch vor ein paar Jahren. Zu meiner Zeit war Drogenkonsum eher noch umstritten, weil man weh gefunden hat, dass verlierst quasi neben die Schlägereien. Das war FCZ-Abstieg, soviel ich weiß. Bro, ich schwöre einfach jedes Video. Das war FCZ-Abstieg. Das, was der Bruder da sagt, ist schon richtig. Ich habe auch das Gefühl, früher ist das als Hooligan sich zusaufen, sich mit Drogen betäuben, überhaupt ein Ding gewesen. Die Leute haben eher so eher den Abfuck darüber gehabt. Früher war eher so gewesen, keine Drogen, kein Alkohol. Du musst zurechnungsfähig sein, du musst bereit sein. Wenn irgendwo Schlägerei ist, dann musst du können alles können analysieren, du musst können reingehen, du musst können pa pa pa. Wenn du natürlich auf Drogen und Alkohol bist, du gehst vielleicht rein wie so ein Behinderter, aber du checkst gar nicht mehr. Du dann kassierst oder auf Drogen bringst du noch den anderen rum oder so Scheiß. Von dem her eigentlich eine schlechte Entwicklung, muss man so mal sagen. Zurechnungsfähigkeit und du möchtest ja dann fit sein für das, du möchtest den Kopf für die Sache, also ist es schmerzhaft. Darum ist es so. Jemand hat gerade geschrieben, irgendwann ist Koks in der Sirupkurve. Bro, die ziehen Zucker durch die Nase, zuerst. Und nachher, wenn sie genug alt sind, kommen sie zum Härteschritt. Aber die hauen sich da vom Sirup, der Zucker hauen sich durch die Nase und nachher der Härteschritt. Wir sind noch nicht so ein Thema gewesen. Es hat sich stark verändert, heute gehört es dazu, es wird relativ offen konsumiert. Sprich, neben Alkohol, der schon immer dazugehört hat und Gewalt auch schon begünstigt, werden heute noch härte Drogen konsumiert. Der Mischkonsum sei vor allem gefährlich. Es kann durchaus sein, dass es die Aggressivität nochmals steigert, beziehungsweise die Enthemmung nochmals steigert. Es macht uns zum Teil unempfindlicher, das heisst, sprich, es wird relativ schwierig, jemanden, der viel konsumiert hat, festzunehmen oder dann mit Pfefferspray ruhigzustellen, weil es einfach nicht merkt. Und das ist dann für die Polizei die grosse Herausforderung. Und das ist auch das, was sicher ein Stück weit attraktiv noch macht. Mit der Erkenntnis von unserer Recherche, dass in Schweizer Fußballstadien gekokset wird und die Aggressionen der Koten verstärken, sind wir zum Präsidenten der kantonalen Sicherheitsdirektorenkonferenz. Er sagt, die Polizei wisse, dass in Stadien illegale Drogen konsumiert werden. Das sei aber ein Bagatellproblem. Würde ich auch so sagen. Vor allem, ich denke, Kokainkonsum oder Drogenkonsum in den Stadien ist das zu bewältigen, ist primär nicht die Aufgabe der Vereine, also nicht die Aufgabe von IB, von GC, von FCZ, sondern wie überall ist es eine Aufgabe eigentlich vom Staat oder von der Polizei, sage ich mal, wo das so in den Griff bekommen muss, sozusagen, und nicht die Vereine. Die Vereine müssen dafür sorgen, dass Fußball gespielt wird, dass sie ein geiles Stadion haben und dass dort alles reibungslos abläuft, so einlassen und so Scheiß. Aber so sind Sachen, sind sie doch nicht verantwortlich. Ja, natürlich wird auch dort wahrscheinlich gekokst. Bis jetzt einfach kein Hinweis darauf, dass da jetzt in häufigen Fällen ursächlich könnte sein für andere schwerere strafbare Handlungen. Im Ausland klingt es anders. In England sieht die Polizei einen klaren Zusammenhang zwischen Fangewalt und dem Kokainkonsum. Und dort versucht man etwas dagegen zu machen. Es hat schon Drogen.
Arme Engländer. Arme Engländer. Hooliganismus, Ultraszene, Englisch ist sowieso tot. Die Polizei, der Staat, die haben die Ultrabewegung in England getötet. Die haben die getötet. Grazie vor Stadien gegeben. So. Nicht schlecht. Dass Kokain gar nicht erst in die Kurve kommt. In der Schweiz sind so Polizeiaktionen rund um die Stadien nicht geplant. Das Problem, dass sich gewisse gewalttätige Fans mit Kokain aufpushen, ist aus der Sicht von Freddy Wessler nicht genug gross. Ich schließe ja nicht aus, dass das bei einem oder anderen der Fall ist. Wenn jetzt das ursächlich wäre, dann müssten wir tatsächlich einmal schauen. Aber das ist jetzt also eine völlig neue These, die Sie mir hier präsentieren, die jetzt in der Schweiz also noch niemand genauer abgeklärt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Wo jetzt aber auch in den Diskussionen, in all den Gremien, die sich mit dem Thema beschäftigen, nie irgendwie im Vordergrund gestanden ist. Das ist halt auch so eine Sache. Es ist ein Kleinteil, der Drogen konsumiert, aber der Kleinteil macht sich halt bemerkbar, auch auf den WCs. Ich meine, nehmen wir an, durch 5 Leute, die konsumieren. Die gehen 5-mal am Match auf das WC und nehmen immer andere Kabinen. Das sind 5 Leute. Das heisst, in jeder Kabine wird einer von diesen 5 Leuten schon gewesen sein dort in dem Stadion. Oder in den meisten Kabinen. Dann hast du so schnell hast du das ganze Zeug dort in den WCs verteilt. Dann können die Blickmongos Abstrich nehmen und natürlich alles positiv. So, ich glaube, das ist. Wie es aussieht auf den WCs der Kurven und warum Drogenprävention gerade in den Stadien wichtig ist, siehst du. So, das war der zweite Teil. Ich schaue nochmal in den Chat hier. Das Video war nach dem Derby, glaube ich. Welches meinst du genau? FCZ-Hooligan? Welches Video meinst du? Das mit Wasserwerfer? Das ist, ich bin mir fast sicher, dass es war, was abgestiegen sind. Gut, Bier ist aber ein Muss. Ja, Bier ist ein Muss. Gut, also. Dann gehen wir zum dritten Part. Warum Koks im Stadion gefährlicher ist als im Club. Und zuerst gibt es Werbung. Zuerst gibt es Call of Duty Werbung. Wer gamet alles Call of Duty? Meine Kollegen sind alle am Zocken, ich nicht. Weil ich ein armer Sieg bin, noch nicht Geld. Kann ich mir so Games nicht leisten. Nein, ich brauche eben neue Xbox, ich habe eine Xbox 360. Und ich muss mal, Xbox One habe ich. Und ich muss mal auf Xbox Series X aufrüsten. Dann wird es sich mal lohnen, aber. Ist alles teuer. Zugriff jetzt. Da ist nichts. Moment, es schmeckt nach Grill. Gut gemacht, bringen Sie. Ich kann in den Chat schauen. Okay, FCZ Hooligan, in dem Fall, wo es auf 6-5 los sind. Okay. Ja, in dem Fall. Aber weißt du, eben nach dem Aufstieg hat es, glaube ich, auch Ausschreitungen gegeben. Ich meine, es wäre vielleicht dort gewesen. Aber in dem Fall. Aber danke für die Klarstellung. Kauf's Modern Warfare. Das sind Sensation Seeker. Die suchen die Sensation. Man macht das mit, was man sieht. Und da gehören harte Drogen halt genauso dazu. In Schweizer Fußball- und Eishockey-Stadien wird gekokset. Dort, wo jung und alt aufs WC. Der geile Sticker war wieder der. In Schweizer Fußball- und Eishockey-Stadien wird gekokset. Der ist echt cool. Ich glaube, der Kollege hat das tätowiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne das von irgendwo. Der Kollege hat genau das als dazu glaubt. Dort, wo jung und alt aufs WC geht, sieht man Kokain offen rumliegen. Das zeigt Blick TV Undercover-Recherche. Wir sind in 10 Stadien auf 80 WCs und haben dort Drogenabstrich gemacht. Im Fußball haben wir ist die letzte Episode, Kabinen, wo wir Stichproben gemacht haben, Kokain können anweisen. Und an vielen Orten auch gesehen. Im Eishockey ist es weniger offensichtlich, aber auch dort sind 3/4 der Tests positiv. Wer jetzt sagt, gekokset wird überall, gerade auch im Ausgang, hat recht. Zuchtberater Regina Rusch sagt aber, in Stadien sei es problematischer. Es ist eben nicht abends im Club, wo man weiß, da ist jeder über 18, da ist eigentlich, das sind nur Erwachsene. Es ist ein ganz anderes Setting, als wenn man jetzt sagt, ja, man ist eigentlich so ein bisschen eine Mischung aus irgendwie Jugendevent, Familienevent.
ja, auch teilweise ja pensionierten Events, also kommen wir alle hin, es vereint alle. Auf diesen WCs, wo gekokset wird und das weiße Pulver offensichtlich ist, sehen wir immer wieder auch Minderjährige. Kein Wunder, die Fußball. Ja, aber die Minderjährigen sehen ja nicht, wie Leute dort irgendwelche Drogen sich eindrucken oder so. Und vor allem, eine Fußballkurve ist immer kritisch für einen Minderjährigen. Und wenn ein Vater seinen Minderjährigen, also seinen Sohn mitnimmt, dann muss er damit rechnen, dass das ein schwieriges Umfeld ist. Weil eben jetzt sind die Leute besoffen, es sind auch Pyros, es gibt Schlägereien. Es herrscht eine sehr aggressive Sprache. Da muss ich dem bewusst sein. Und ich denke, solange sich dem bewusst ist, ist das kein kritischer Umgang für Minderjährige, auch wenn die in Drogen genommen werden. Und auch die Eishockey-Vereine versuchen, die jungen Fans ins Stadion zu holen. Für Lehrlinge und Schüler gibt es Ermäßigungen. In der Kurve sind die Billette am günstigsten, die Stimmung ist dort am besten. Beim FC Luzern beispielsweise ist fast jeder Dritte in der Stehrampe jugendlich. Das zeigt eine Umfrage vom FCL. Und das dürfte auch in anderen Stadien ähnlich sein. Gerade die Jungen sind besonders anfällig, dass sie mitmachen, wenn in der Kurve gekokst wird, sagt der ehemalige Jugendarbeiter Philipp Frey. Er ist selber jahrelang in einer Hockeykurve gestanden. Man macht das mit, was man sieht, und da gehören harte Drogen halt genauso dazu. Man ja. Möchte auch beeindrucken, das heisst, irgendwann muss man das Gleiche machen, möchte man das Gleiche machen wie die Grossen. Und da macht man halt das, was dazugehört. Der Philipp Frey. Ja, kann man so sehen, aber das ist doch überall, wo die Jugendlichen sind. Das ist doch allgemein, eben, überall, wo Menschen zusammenkommen, ist das Problem doch, dass irgendwelche Leute etwas machen, was nicht gut für die Jugendlichen ist, oder irgendwelche erwachsene Leute, wo die Jugendlichen vielleicht anschauen, etwas machen, was nicht gut für die Jugendlichen ist. Die machen es halt aus dem Druck oder aus dem Gruppendruck oder wie sie zu dem aufschauen, gleich. Aber das ist ja nicht das Problem von einem Stadion oder von einer Fankurve, sondern das ist ein soziales Problem und das existiert überall. Ich und Regine Rust haben Fans aus der Szene mit Suchtproblemen beraten. Und beide bestätigen uns, der Mix aus Emotionen und Drogen an dem Spiel erhöht Suchtpotenzial. Besonders... St. Gallen? Ist das der Auswärtssektor? Ist das Luzern, oder? Es geht nach Luzern aus. Junge Männer suchen im Stadion den Rausch aus Emotionen und Drogen. Das sind Sensation Seeker, die suchen. Sensation Seeker. Merkt euch das. Das sind Sensation Seeker. Bro, Alter. Die Frau. Die Sensation. Und die suchen sie halt auf allen Ebenen. Die suchen sie im Bereich illegale Substanzen, die suchen sie im Bereich Gewalt, die suchen sie im Bereich Geldspiel. Das ist, die werden richtig lebendig, wenn es richtig kribbelt, wenn es richtig auf. Sie vergleicht Gewalt mit Geldspiel. Cool. Hast du gut gemacht. Aufregend wird. Suchtberaterin Regine Rusch sagt, die beste Drogenprävention im Stadion sind viele Berater, die Fans direkt in den Kurven ansprechen. Kontakt, Gespräche, Sensibilisierung, das wäre was, was natürlich erstmal ein bisschen was an Aufwand ist. Langfristig spart das ganz viel Geld. Und was machen die Vereine für Prävention? Im Fußball gibt es sogenannte Fanarbeiter, die im Teilzeitpensum angestellt sind und mit niederschwelligen Angeboten auf die tausenden Fans in der Kurve zugehen. Sie bieten auch Suchtberatungen an. Im Eishockey sind es einzelne. Ja, unser Koks-Maskottchen. Was ist das? Gotterau-Koks-Maskottchen. Fan-Delegierte, die für alle möglichen Fragen Rede und Antwort stehen. Nach unseren Testergebnissen von den Stadion-WCs und unseren persönlichen Eindrücken aus der Fankurve müssen sich Clubs aber die Frage gefallen lassen, ob sie genug im Bereich Drogenprävention machen. Und wie viel die paar wenigen Fanarbeiterinnen und Fanarbeiter wirklich können helfen können oder ob es nicht mehr braucht. Neben der Regine Rust fordert nämlich auch der Philipp Frey grössere Fanarbeiten. Was ihm wichtig wäre, wäre die Menschen halt wirklich zu unterstützen, die in dieser Szene sind. Da hat es Menschen drin, die die Kontrolle wirklich auch verloren haben über die Substanzen, sei es über Alkohol oder sei es über andere Drogen. Und dort Hilfestellungen anzubieten, um aus dem wieder rauszukommen. Von den 10 angefragten Clubs nehmen jetzt nur St. Gallen und IB Stellung, ob sie genug in die Fanarbeit investieren. St. Gallen schreibt. Ja, also was ich das Gefühl habe, ich denke, Fanarbeit. Jetzt gerade im Winterthur gibt es eigentlich genug. Gut, Winterthur ist jetzt vielleicht nicht so eine Problemkurve. Also, wie ich es auch bei den anderen Vereinen gesehen habe, die haben eine Fanarbeit und die funktioniert eigentlich gut. Bei vielen Kurven sind Fanarbeiter nicht akzeptiert. Da gibt es immer wieder Probleme. Aber solange die Fanarbeiter ein bisschen anständig mit den Leuten reden können, ist das eigentlich eine gute Sache. Es gibt so Hurensohn-Fanarbeiter, die wollen die Kinder ficken.
die haben dich eh nur irgendwie Linke oder so Scheiße. Dann gibt es Fernarbeiter, die sich für dich einsetzen oder dir helfen. Das sind dann die Guten. Ich denke, bei Winterthur haben wir sehr gute Fernarbeiter. Der andere Verein kann ich relativ schlecht einschätzen. Dass sie die Fanarbeit mit einem namhaften Betrag unterstützen. Und IB sagt, sie zahlen der Fanarbeit jedes Jahr 60'000 Franken. Der Kanton und Stadt nochmal gleich viel. Der Betrag sei angemessen. Hat der Drogenkonsum... Da wieder FCZ GC. ...in der Fankurve einen Einfluss auf das Gewaltproblem im Fußball? Wieder mal FCZ GC. Dieser Frage gehen wir nachher in einer weiteren Folge von Blick TV Undercover Fans im Drogenrausch auf blick.ch. Und dort findest du auch die Folge zu unseren Drogentests in der Stadion. Hey, ist das jetzt die letzte Folge oder gibt es nochmal eine? Ich weiß, es gibt noch drei. Nein, das war die letzte Folge. So werden Männer in der Schweiz mit 6 Chats abgezockt. Ganz schlimme Sache. Also. Hast du verkackt? No Nut November. Ich habe No Nut November gar nicht probiert, weil ich so oder so verkackt hätte. Deswegen, ich habe fleissig weitergemacht und meine Freude gehabt, sage ich mal. Also meine Kommentare. Schau, die dritte Folge hat nur 3.357 Aufrufe. Ich muss mal Kommentare lesen bei der ersten Folge. Für IBs. Mich würde mal wundern, wie viel in eurer Redaktion konsumiert wird. Ramo Ehrenmann. Ich schwöre auf alles, die Tests müssen wir eigentlich beim Blick machen. Wir müssen eigentlich zu diesen Blickbüros gehen. Und die sind am Ding, die sind beim Stadelhofen, im Ringengebäude. Ich war dort auch schon gewesen. Also nicht beim Blick, sondern bei Energy Zürich. Die haben ihr Büro im gleichen Gebäude. Dann müssen wir zum Blick gehen. Auf diesen WC mal Abstrich nehmen. Ich wette mit euch, die koksen alle. Die koksen 100% alle. Also, meine Damen und Herren, ich habe eigentlich nur das jetzt so spontan drin gehabt. Sorry, meine Nase läuft. Jetzt könnt ihr mir sagen,